Gillian. Gillian ist ein 7-jähriges Mädchen, das in der Schule nicht ruhig sitzen bleiben kann. Sie steht ständig auf, lässt sich ablenken, fliegt in ihren Gedanken und folgt deshalb den Unterricht gar nicht. Ihre Lehrer sorgen sich um sie, bestrafen sie, schimpfen mit ihr und belohnen sie nur wenige Male, an denen sie aufmerksam ist. Wenn sie nach Hause kommt, wird sie auch von ihrer Mutter bestraft. Gillian hat also nicht nur in der Schule schlechte Noten und wird bestraft, sondern leidet auch zu Hause darunter. Eines Tages wird die Mutter von Gillian in die Schule gerufen. Ihre Mutter, traurig wie jemand, der auf eine schlechte Nachricht wartet, nimmt ihre Tochter an der Hand und geht mit ihr in den Besprechungsraum. Die Lehrer sprechen von Krankheit, von einer offensichtlichen Störung. Vielleicht ist es Hyperaktivität oder vielleicht braucht sie ein Medikament. Während des Gesprächs kommt ein alter Lehrer, der das kleine Mädchen kennt. Er bittet alle Erwachsenen, Mutter und Kollegen, ihm in einen Nebenraum zu folgen, von dem aus sie alle Gillian noch sehen können. Als er geht, sagt er Gillian, dass sie bald zurückkommen werden und schaltet ein altes Radio mit Musik ein. Als das Mädchen allein im Raum ist, steht sie sofort auf und beginnt sich rhythmisch zu bewegen, um die Musik mit ihren Füßen und ihrem Herzen zu verfolgen. Der alte Lehrer lächelt, als die anderen ihn zwischen Verwirrung und Mitleid ansehen. Also sagt er: Seht ihr, Gillian ist nicht krank. Gillian ist eine Tänzerin. Er empfiehlt ihrer Mutter, sie zu einem Tanzkurs zu bringen. Und die Lehrer sollten sie von Zeit zu Zeit tanzen lassen. Gillian nimmt an ihrer ersten Tanzstunde teil und erzählt ihrer Mutter, als sie nach Hause kommt, ganz aufgeregt: Alle sind wie ich. Keiner kann da ruhig sitzen. Nach einer Karriere als Tänzerin, der Eröffnung ihrer eigenen Tanzakademie und internationaler Anerkennung für ihre Kunst wurde Gillian Lyne 1980 Choreografin des Musicals Cats. Hoffentlich finden alle andersartigen Kinder Erwachsene, die sie so annehmen, wie sie sind. Und nicht so, wie es ihnen gefällt.